Radar von der Vision League. Constance von der Vision League. Wir grüßen alle Metal-Hammer-Leser, sind im Moment auf Tour zum neuen Album Witching Hour. Check it out. Also zum Wu-Tang-Song ist die Hänsel- und Gretel-Geschichte natürlich, die natürlich bei uns in der Kultur, ich möchte fast sagen, zum täglich Brot gehört. Jedes Kind kennt die Geschichte von Hänsel und Gretel. Und deswegen macht man sich da nicht so viele Gedanken. Aber wenn man sich mal genau überlegt, dass da eine Hexe ist, die Kinder in den Wald lockt und Kinder frisst, ist schon eine ziemlich finstere Geschichte. Also, und der Song hat sich zum Video super angeboten, weil man natürlich diese Hänsel- und Gretel-Thematik perfekt in einem Video darstellen kann. Mit For C sind wir in Kontakt gekommen. Ja, wir kennen den eigentlich schon. Alter Kollege, wir waren schon mit Alcest auf Tour, da hat er Bass gespielt. Ich habe mit Alcest Platten produziert in Amsterdam, wo er dabei war. Er spielt in meiner anderen Band, Imperium, spielt er Bass in der Live-Besetzung. Und wir haben halt gewusst, dass er Animationsfilme und so Geschichten halt macht und bei ihm angefragt. Und er hatte dann die Idee, das Ganze in dieser Stop-Motion-Technik zu machen. Musikalisch ist ein, das nennt man in der Musik, ein Ostinato, also ein immer wiederkehrendes Thema. Das mit dem Cembalo, was da die ganze Zeit durchläuft. Und ich denke, der Song wirkt deswegen auch gut oder passt auch gut zum Text, weil es etwas Hypnotisches hat, ja? Also die Kinder begeben sich in eine Situation, die traumatisch, also die Angst verstreut, die Traumata hervorruft und so weiter. Und durch dieses immer wiederkehrende Thema unterstützt das quasi so, ja? Das ist dieses... die Zuspitzung. Ja, die Zuspitzung, weil es immer wieder kommt, ja? Und deswegen passt natürlich der Song zum Text bzw. der Texteform. Ja, so. Ja. In Hexenmeister geht es um den guten alten Dr. Faustus, quasi den Faust, den sie in Sagen, in Überlieferungen und selbst bei Goethe gibt es natürlich den bekannten Dr. Faust und wir wollten einfach einen Mann irgendwie noch auf die Platte bringen. Das ist vielleicht so eine Macho-Nummer. Und der Song ist ja auch irgendwie der schnellste Song irgendwie und der schnellste Song und auch irgendwie der trashigste. Und da hat, finde ich, so was Kraftvolles wie dieses Faust-Thema. So, also Faust als dargestellt, wie er sich quasi mit den Dämonen trifft, nachts im Wald an einer Kreuzung und dann den Teufel heraufbeschwört und mit ihm einen Pakt schließt. Also, und er ist dann der Meister der Hexen, klar, der Hexenmeister. Und auf die Idee gekommen sind wir eigentlich, den Song auch zu machen, also den Text, weil dieses Wort Hexenmeister bei uns in der Band schon irgendwie seit 6 oder 7 Jahren fast wie so ein Running Gag ist. Wir haben schon immer gespaßt, wir machen mal irgendwann eine Band, die nennen wir Hexenmeister. Und dann kam leider so eine schwedische Band namens Ghost, die hat uns das ganze Konzept geklaut. Also, wir sind Ghost. Ja. Pesta ist im Prinzip die personifizierte Pest in Form einer Hexe. Und inspiriert ist das von dem norwegischen Maler Theodor Kittelsen. Der hat eine Serie gemalt, die heißt Svarte Daun, also geht um den schwarzen Tod. Und da spielt diese Pesta-Hexe eine zentrale Figur. Also er hat viele Bilder gemalt, wie Pesta eben mit Rechen und Besen die entlegensten Orte aufsucht, um da die Leute heimzusuchen. Musikalisch ist der Song so angelegt, dass man etwas Mittelalterliches hat. Ja, das ist dieser Kontrast gerade beim Gesang, der sich vom Prinzip von tiefen Vocals mit sehr choralen Vocals abwechselt in Strophenteilen. Und der Refrain ist halt, der geht auf ohne Ende. Also der zeigt, also für mich, wenn ich ihn höre, fliegt der Refrain. Ja, wie es auch die Pest halt tut. Sie streift übers Land und kommt wirklich in jede Ecke, die irgendwo zu erreichen ist. Und der Call of the Banshee geht natürlich über die Banshee aus der irischen Folklore. Also wer ihren Schrei hört, wird entweder selbst bald versterben oder ein geliebter, ihm geliebter Mensch wird versterben. Musikalisch definitiv auch so angelegt, dass er. Das ist ja fast schon der straighteste Song auf dem Album, ja? Dieser Call of the Banshee ist ja vom Prinzip her etwas sehr Geradliniges, ja? Also, wenn sie ruft, hörst du entweder zu, beziehungsweise hörst zu und wirst dann in ihren Bann geschlossen. Und der Song ist halt auch so straight angelegt, um quasi die Leute sofort zu fangen. Die Walküre ist eine Gestalt aus der nordischen Mythologie, die die Toten vom Schlachtfeld nach Valhalla bringt in ein besseres Leben. Also ist, und die Walküre ist halt natürlich eine sehr zwiespältige Figur. Sie ist ja auf der einen Seite bringt sie ja den Tod, ist ja ein Todesengel. Auf der anderen Seite natürlich die Hoffnung, dass jetzt, wenn mich die Walküre mitnimmt, alles besser wird. Der erste Teil des Songs beschreibt eine Schlacht, also eine ganz typische Schlacht, wo die Krieger halt fallen und beziehungsweise sich in der Schlacht befinden. Der zweite Teil ist dann so ein bisschen, also der Refrain,
ist dann sehr beruhigend. Der beschreibt dann vom Prinzip her die Reise der Krieger nach Valhalla. Und der Zwischenteil beschreibt vom Prinzip her den Zwiespalt zwischen, ist es jetzt schlimm, tot zu sein, ist es gut, tot zu sein. Deswegen ist ein Zwischenteil auch eingebaut. Deswegen hat der Song ein absolutes Break. Und am Ende geht er natürlich auch wieder auf zu dem Refrain, dass man quasi auch weiß, man wird nach der Schlacht in ein besseres Leben geführt.